Herzlich willkommen zu unserem Webinar Weiterbildungsarbeit 4.0. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie sehr hat eigentlich die digitale Transformation unserer Lebens- und Arbeitswelten den Bereich der Weiterbildung erreicht? Und noch wichtiger, wie kann aus digitalisierter Weiterbildung eigentlich gute Arbeit werden? Darüber wollen wir in unserem heutigen Webinar sprechen, zu dem ich Sie alle recht herzlich begrüße, die Teilnehmenden draußen in allen Teilen des Landes, unsere vier Referentinnen und Referenten, die Vertreter des Unterstützerkreises und das WBWeb-Team, das hier im Hintergrund arbeitet und für die Durchführung des heutigen Webinars verantwortlich ist. Herzliche Grüße in alle Himmelsrichtungen. Ja, ich habe gestern nochmal in den Monitor Digitale Bildung von der Bertelsmann Stiftung reingesehen, der kürzlich erschienen ist. Dort gibt es so Zahlen wie, dass ja, 2/3 aller Lehrenden in der Weiterbildung keine Lern-Apps benutzen, weder zur Vor- oder Nachbereitung von ihren Veranstaltungen, noch die sie in den Veranstaltungen selber einsetzen würden. 60% der Lehrenden nutzen keine Lernspiele. Die knappe Hälfte, ich glaube 42 oder 43%, nutzen kein Webinar, auch nicht zur Vor- oder Nachbereitung, gehören also nicht zu denen, die Sie heute bilden. Es gibt aber auch andere Zahlen, die darauf hindeuten, dass die Digitalisierung in der Lehre durchaus angekommen ist. Also zum Beispiel nutzen 57% der Lehrenden digitale Videoangebote in ihren Veranstaltungen. Ja, wir wollen diese Frage, wie verändert die Digitalisierung der Weiterbildung, so angehen, dass wir eben fragen, wie beeinflusst das die gesamte Arbeit der Weiterbildung, nicht nur die Lehrveranstaltung oder der Lernsituation, die Sie gestalten, sondern auch Fragen Ihrer eigenen Arbeitsorganisation, Ihrer eigenen Beschäftigungsverhältnisse und Ihres Selbstverständnisses als Weiterbildner. Und hierzu begrüße ich ganz herzlich unsere Referentinnen und Referenten. Der erste wäre Ole Wintermann von der Bertelsmann Stiftung. Hallo Ole, grüß dich. Hallo Peter. Ole Wintermann ist Senior Project Manager bei der Bertelsmann Stiftung für das Thema Zukunft der Arbeit und ist damit also nicht sozusagen explizit für den Bereich der Weiterbildung hier bei uns dabei, sondern eher als einer, der verschiedene Branchen beobachtet und insgesamt Veränderungen der Arbeitswelt konstatiert und uns da gleich ein bisschen einführt, was das denn eigentlich heißt, Arbeit 4.0. Und ja, er ist nicht nur bei der Bertelsmann Stiftung beschäftigt, sondern auch in vielen Communities aktiv und bekannt im Netz, etwa bei den Netzpiloten oder bei pic.de und auch noch zahlreiche andere Communities, über die wir jetzt gar nicht so im Detail sprechen würden, das würde zu weit führen. Unser zweiter Referent heute ist Bernhard Schmidt-Hertha. Bernhard Schmidt-Hertha ist Professor für berufliche und betriebliche Weiterbildung an der Universität Tübingen. Hallo Herr Schmidt-Hertha, auch Ihre Videoverbindung steht. Schönen guten Tag, grüße Ja, Sie. Sie sind nicht nur an der Uni Tübingen Professor für Fragen der Erwachsenen- und Weiterbildung, sondern beschäftigen sich auch ganz explizit mit Themen der Medienkompetenz des Weiterbildungspersonals. Und in der Rolle haben wir Sie gefragt, ob Sie einen kleinen Beitrag heute leisten können, basierend auf einem Forschungsprojekt, das Sie Ihnen vielleicht näher vorstellen wollen, im Übrigen auch zusammen mit uns als Deutschem Institut für Erwachsenenbildung entstanden. Aber das ist hier nicht, steht nicht im Vordergrund, sondern die Inhalte sind wichtig. Sie haben dort ein bisschen herausgefunden darüber, wie weit die Digitalisierung eigentlich schon in den Bereich der Weiterbildung eingedrungen ist. Und dazu werden wir gleich einen kleinen Input von Ihnen bekommen. Ich klicke Sie jetzt nochmal weg, damit wir dann die nächste Person einblenden können. Frau Demuth. Ute Demuth wäre jetzt die dritte im Bunde. Frau Demuth ist Trainerin und Dozentin, die sich insbesondere. Hallo Frau Hallo. Demuth, wenn Sie winken, hallo, können wir sehen, dass Sie sozusagen live an Bord sind. Sie sind Trainerin und Dozentin, die sich sehr stark mit Themen auch der politischen Medienbildung, also der Medienbildung, auch der politischen Betrachtungsweise dieser Mediensituation befassen und Sie werden immer wieder auch als Expertin und Autorin angefragt für den Einsatz digitaler Medien in der Bildung und Sie sind auch rührige Autorin auf WBWeb.
Also auch ganz Ihnen ganz herzliches Willkommen und danke, dass Sie mitmachen wollten. Dankeschön. Schließlich haben wir noch Silvia Forer im Bunde heute bei uns. Auch sie öffnet gerade ihre Kamera. Hallo, Frau Forer. Guten Tag, Herr Brandt. Frau Forer arbeitet in der Programm. Ja, hallo. EDV Multimedia der Hamburger Volkshochschule. Und andernorts würde man sie vielleicht als Fachbereichsleitung für EDV-Bildung Genau. bezeichnen. Bei Ihnen ist das ein bisschen anders strukturiert in Hamburg. Sie betrachten das Ganze sozusagen aus der Perspektive einer Weiterbildungseinrichtung, also der Perspektive auch der Genau. Programmplanung. Und insofern sind wir ganz froh, dass wir da diese vier Perspektiven auf unser Thema heute haben. Und dann komme ich jetzt auch schon auf die Agenda. Da klicke ich einmal rüber auf das nächste Layout. Ich hoffe, dass das jetzt gut angezeigt wird. Aber ich muss noch einmal zurück. Ich habe eine Sache noch übersehen. Wir müssten natürlich, ich wollte Ihnen erst noch mal unsere Leitfragen einleiten, zeigen. Das wäre jetzt hier diese Flipchart, die wir gemacht haben. Also unsere Frage heute ist die zentrale: Wie wird aus digitalisierter Weiterbildung gute Arbeit? Und haben das so in drei Teilfragen aufgegliedert. Welche Chancen birgt die digitale Transformation für Lehrende? Welchen Belastungen müssen Lehrende mehr Aufmerksamkeit schenken? Also das erste vielleicht mehr die Chancen, das zweite mehr die Risiken und das dritte sind die Lernbedarfe oder die Fortbildungsbedarfe. Was müssen Weiterbildner eigentlich noch lernen? Das sind so die drei Hauptthemen, denen wir uns widmen wollen. Und links in der Word Cloud haben Sie ein paar Schlagworte von dem, was eigentlich Arbeit 4.0 in der Weiterbildung heißen kann. So, jetzt kann ich rüberklicken zur Agenda. Und die Ihnen zeigen, das ergibt sich jetzt im Grunde genommen schon ein bisschen aus dem, wie ich auch die Referentinnen und Referenten eingeführt habe. Der erste Blick gilt Ole Wintermann und der Arbeitswelt insgesamt mit der Frage, welche Veränderungen von Arbeit werden eigentlich allgemein mit Arbeiten 4.0 assoziiert. Dann übernimmt Bernhard Schmidt-Hertha mit der Frage, ja, wie hat diese Dynamik das Handeln hast der Weiterbildner eigentlich erreicht oder ist im Weiterbildungsbereich angekommen? Und mit den zwei Praktikerinnen, Frau Demuth und Frau Forer, wollen wir dann die übrige Zeit nutzen zu fragen, wie wird denn eigentlich aus digitalisierter Weiterbildung gute Arbeit? Und dann haben wir hoffentlich am Schluss noch genug Zeit, um Ihre Fragen aus dem Chat zu beantworten. Ja, das ist sozusagen das, was wir als Programm uns vorgenommen haben. Und ich würde sagen, ich wechsle jetzt direkt zu Ole Wintermann und gib ihm die Möglichkeit, nun ein paar Aspekte der veränderten Arbeitswelt aufzuzeigen. Und wir werden das so machen, dass Sie auch die Gelegenheit haben, im Anschluss an die kleine Einführung von Ole Wintermann auch im Chat dazu nochmal Fragen zu stellen, die Sie direkt an ihn richten. Und da wird auch ein bisschen Gelegenheit zu sein. Also insofern, Ole, the floor is yours. So, wenn alles geklappt hat mit dieser neuen digitalen Technik, müsste man jetzt die Präsentation sehen. Dann ist das richtig? Also ich Gut, sehe sie alles klar. jedenfalls, aber das Ja, noch eine prima dann. Teilnehmerin bestätigt das auch. Gut, okay. Ja, vielen Dank, Peter, für die Möglichkeit, hier ein bisschen was zu sagen zu dem Thema. Und ich möchte gleich zum Thema kommen. Dieses Thema Zukunft der Arbeit und wie arbeiten wir zukünftig wird häufig immer ein bisschen selektiv betrachtet. Häufig steht die technische Frage im Mittelpunkt und die Einordnung in den Arbeitskontext erfolgt eigentlich selten. Wir haben sehr viele negative Assoziationen mit dem Thema und das führt dann häufig dazu, dass in unseren Interviews, die wir mit KMUs in Deutschland geführt haben, Digitalisierung, neues Arbeiten unter diesen Stichworten eigentlich gesehen. Also wir haben die neuesten Tablets angeschafft. Wir haben Mobile Device, einen Tischrechner synchronisiert. Wir hatten ein bisschen Geld übrig. Da haben wir noch einen Social Media Manager angestellt. Der postet jetzt einmal am Tag morgens seinen Kaffee. Keiner weiß wozu eigentlich, aber irgendwie ist das ja hip. Wir haben ein zentrales Kontaktmanagement installiert, damit der Vorstand auch mal weiß, wer mit wem redet. Auf LinkedIn haben wir mal nach Bewerbern geschaut. Die neueste Bürosoftware wurde installiert, natürlich nur auf deutschen Servern und das läuft dann alles unter SharePoint, SAP oder vergleichbar. Und das ist es doch eigentlich, diese Digitalisierung. Ist das diese Digitalisierung unserer Arbeit, von der alle sprechen? Und da müssen wir immer relativ deutlich sagen, nein, das ist natürlich nicht, denn das,
Was jetzt dort genannt worden ist, das ist Technisierung und Effizienzsteigerung, aber nicht Digitalisierung der Arbeit. Von welchen Dimensionen und von welcher Schnelligkeit sprechen wir hier eigentlich? Vielleicht einfach mal zwei Beispiele aus Hollywood, ungewöhnlicherweise. 2002 Minority Report, das geht um Predictive Crime und wie man Verbrechen im Vorhinein prognostizieren kann. 2002 war das die Zukunftsversion, vielleicht hat es der ein oder andere von Ihnen gesehen. Und 2017 sieht man hier, es ist Realität geworden. In einer Stadt in den USA hat die Polizei quasi ihre Arbeitsweise verändert und hat mit Hilfe von Software Personen in diesem Bezirk einen individuellen Bedrohungsscore zugeordnet. Und wenn dieser individuelle Score einen gewissen Wert erreicht, dann wird an der Tür zugeklopft durch die Polizei und es wird gefragt, ob alles in Ordnung ist oder ob vielleicht demnächst ein Amoklauf nicht geplant ist, aber passieren könnte. Ein weiteres Beispiel, noch älter, 1968 aus dem Film Odyssee im Weltraum, der Computer HAL 9000, der hier in einer Situation, in einer zentralen Szene die Kontrolle über menschliche Interaktion an sich reißt. 2017 ist auch das Realität geworden. Es gab im letzten Jahr den bekannten Fall der Entwickler, die bei Facebook, die einen Facebook-Bot für die Interaktion mit Kunden entwickelt haben und die haben die trainiert, diese Bots, indem sie aufeinander losgelassen haben. Leider haben sie vergessen zu sagen, dass sie sich in einer menschlichen Sprache auf Dauer unterhalten sollen, sodass die Bots eine eigene Sprache entwickelt haben. Den Dialog sieht man hier vollkommen sinnlos, sinnbefreit aus menschlicher Sicht, aber vielleicht haben die Bots ja doch inhaltlich miteinander geredet. Deswegen wurde irgendwann im wörtlichen Sinne der Stecker gezogen. Es geht also sehr schnell. Und werden wir konkret, wo gibt es heute KI, Robotik, AR in der Anwendung? Im Bereich der Logistik sieht man die Möglichkeiten durch Augmented Reality Brillen, Google Glass, vergleichbar. Lagerarbeiter, Logistikarbeiter mit einer relativ geringen Qualifikation können plötzlich höherwertige Tätigkeiten ausüben, weil ihnen die Befehle, weil ihnen die Möglichkeiten, die Handgriffe in die Brille hineinprojiziert werden. Das gleiche gilt für die Bedienung von Maschinen. In einem etwas höher qualifizierten Bereich, im Bereich der Übersetzer, gibt es seit neuesten spannende Entwicklungssprünge, die man hier bewundern kann. In diesem Fall DeepL.de, ein deutsches Startup interessanterweise. Links sehen Sie einen VWL-Fachtext, rechts die unkorrigierte Übersetzung. Also ich habe da nichts drin korrigiert, sondern das ist die 1:1-Übersetzung der künstlichen Intelligenz dieses englischen Fachtextes. Und man sieht, wenn man sich den deutschen Text durchliest, er ist perfekt, da muss man nichts mehr dran ändern, obwohl es sehr, sehr viele Fachbegriffe sind. Also ein Niveau inzwischen, das sehr beeindruckend ist. Wir sehen hier ein aktuelles Beispiel von Ende letzten Jahres aus dem Bereich des Deep Learning, auch ein Machine Learning-Prozess Richtung KI. Natürlich, hier geht es darum, palliative Pflege zu verbessern. Es ist ein sehr schwieriges Thema, es ist vollkommen klar. Es geht hier um die, auch wenn sich das fürchterlich anhört, aber es geht um die Berechnung der restlichen Lebenszeit bei Schwerstkranken. Und es geht darum, mit Hilfe dieses Deep Learning-Prozesses die Medikation und die Behandlung der Patienten zu optimieren, sodass die restliche Lebenszeit hier entsprechend angenehm gestaltet wird. Ein weiteres Beispiel aus dem Bereich der Wissenschaft, wo KI inzwischen integrativ zur Anwendung kommt, ist dieses ganz aktuelle Beispiel. Da geht es darum, dass eine künstliche Intelligenz Wissenschaftlern, Chemikern geholfen hat, eine neue Legierung zu entwickeln. Und AI konnte eben, also englischer Begriff für KI, AI, konnte halt diese Legierung sehr viel schneller finden als ein Mensch, ungefähr 200 Mal schneller. Und damit eröffnen sich natürlich tolle Möglichkeiten im Bereich der chemischen Forschung, Legierungsforschung, Anwendung. Ein weiteres Anwendungsbeispiel aus einem ganz anderen, aber auch hochqualifizierten Bereich. Hier auch eine aktuelle Studie zum Thema Anwendung von AI im juristischen Bereich. Es ging darum, juristische Texte auf juristische Probleme hin zu untersuchen und juristische Fragestellungen zu erkennen. Und das Kernergebnis sieht man links. Die AI, die hier auf diese Texte losgelassen worden ist, war nicht nur deutlich korrekter, 10 Prozentpunkte, sondern sie war unglaubliche 180 Mal schneller als der Mensch. Und hier geht es wohlgemerkt um Texte, nicht mehr einfach nur um Zahlen. Also auch hier ein hochqualifikatorischer Bereich, der in besonderer Form von AI betroffen ist.
Anderer Bereich, vielleicht schon dem einen oder anderen bekannter, ist die Anwendung von KI im medizinischen Bereich. Hier geht es um die Anamnese und Medikation im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebserkrankungen. Hier ist inzwischen die KI deutlich effektiver als der menschliche Arzt. Und positiv gewendet, der menschliche Arzt kann sich durch die Abgabe der Prozessschritte der Anamnese der Medikation mehr auf den Menschen konzentrieren, auf die menschliche Interaktion konzentrieren. Das Gleiche gibt es auch mit einem neuen Algorithmus von Google, der fähig ist, anhand der Irisveränderungen Krankheiten bei den Menschen zu erkennen. Auch hier ist es allein das Machine Learning dahinter, was dahinter steckt, was es ermöglicht, inzwischen auf sehr schnelle Art und Weise Krankheiten zu erkennen. Und man muss im Grunde genommen eine spannende Frage stellen in diesem Kontext. Was ist wichtiger, die gesellschaftliche, der Schutz der privaten Daten oder aber die Möglichkeit, eher eine Krankheit diagnostiziert und behandelt zu bekommen? Aber Rollen werden verändert. Hier sieht man eine Meldung aus 2014. Da geht es darum, dass ein Algorithmus als stimmberechtigtes Vorstandsmitglied ernannt worden ist in einer Finanzinvestmentfirma. Da ging es um Zahlen. Jetzt könnte man sagen, okay, Zahlen ist halt leichter zu bearbeiten durch eine KI als durch einen Menschen. Das ist nachvollziehbar. Aber die Kreativität kann nie ersetzt werden. Doch wurde sie 4 Jahre später in einem Beispiel aus einer Werbeagentur in Japan, in der ein Creative Director ersetzt worden ist durch eine entsprechende KI. Was sind die Megatrends in diesem Bereich? Das ist Blockchain, kennen Sie sicherlich unter dem Begriff Bitcoin. Bitcoin ist nur eine Anwendung der Blockchain. Blockchain an sich ist ein dezentrales Protokollsystem im Internet. Gefährdet dadurch sind Bereiche oder Arbeitsbereiche, Tätigkeitsbereiche bei Banken, bei Maklern, bei Juristen, insbesondere dort, wo es um Gatekeeper-Funktionen geht. Weil Bitcoin als Blockchain als automatisiertes Protokollsystem halt die Funktion beispielsweise eines Notars übernimmt. Der weitere Megatrend ist 3D-Druck. 3D-Druck ist nicht das Drucken kleiner Figuren der Reporter, die bei der CeBIT sind und dort ganz begeistert vor einem kleinen 3D-Drucker stehen, sondern 3D-Druck wird unser gesamtes Produktionssystem auf den Kopf stellen. Man sieht hier das Beispiel Local Motors, eine amerikanische Firma, die im Moment schon Mikrofabriken in Deutschland aufbaut, um Autos zu drucken. Ein weiterer Bereich, Internet der Dinge, hier das bekannteste Beispiel sicherlich Nest, aufgekauft von Google, Heimthermostate werden gesteuert durch eine Smart Home Applikation. Hier Wirkungen auf die Berufe beispielsweise der Ingenieure und Installateure, also der Heizungsinstallateur muss nicht mehr nur Hardware installieren können, die Rohre verlegen, die Maschine, den Brenner installieren, sondern er muss sich jetzt auch kümmern um Smart Home Software. Kann er das? Fragezeichen. Im Bereich der AI, Roboter und Exoskelette gibt es die Möglichkeit, durch Exoskelette beispielsweise Menschen mehr Tätigkeiten zuzumuten, in diesem Fall Tokyo Airport, mehr Tragetätigkeiten zuzuordnen und zuzumuten, dass man mehr heben kann, dass Querschnittsgelähmte beispielsweise auch wieder gehen können, tolle Anwendungsmöglichkeiten und schließlich der Megatrend VR und AR. Das ist im Bereich Architektur beispielsweise, Produktion, Design sehr angesagt. Ich kann bereits die Räume betreten, die ich planen möchte, kann sie mir vorstellen. Und ich kann vor allen Dingen auch mit VR kollaborativ zusammenarbeiten. Ohne digitale Kompetenz werden wir nicht überleben. Warum ist das so? Warum gibt es überhaupt diese Digitalisierung? Weil sie Geschäftsmodelle ändert. Beispiel Tesla, Volvo, muss ich Ihnen nicht sagen, gibt es in den Medien breitgetreten. Das Thema Elektromotor, man sieht hier einen Tesla ohne Motor. Und die deutsche Antwort, und das ist dann immer so ein bisschen bedenklich, Diesel ist Teil der Lösung und der Motor, wie man sieht, das ist im Grunde genommen Kern der deutschen Wirtschaftskraft in diesem Fall, die gefährdet ist. Weiteres Beispiel Einzelhandel. Es gibt Amazon auf der linken Seite, die Drohnenauslieferung zu sehen, auf der rechten Seite ein aktuelles Beta-Projekt aus Shanghai, in dem es um einen selbstfahrenden Supermarkt geht, der keine Menschen mehr als Bedienung benötigt. Das ist die Entwicklung weltweit. Das ist die deutsche Antwort. Hier ein offizielles Pressefoto eines deutschen Lebensmittelkonzerns bei der automatisierten Auslieferung von Lebensmitteln. Ich glaube, dann sieht man schon anhand der Bilder die kulturellen Unterschiede. Und schließlich im Bereich der Handwerker gibt es starke Entwicklungen auch in Richtung 3D-Druck. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Firma aus der Ukraine, nicht Silicon Valley, sondern Ukraine, die hier 3D-Häuser anbietet. Links sieht man einen Roboter, der ein Haus in Australien baut. Das sind die Entwicklungen, was ist die deutsche Antwort? Das Handwerk, Handarbeit. Und man sieht schon, wir werden wahrscheinlich Probleme bekommen. Und wir müssen umparken im Kopf. Das Umparken beginnt im Kopf. Das ist kein gefaktes Foto, das ist ein echtes Foto von einem DAX-Unternehmen. So geht es nicht weiter.
Was müssen wir machen? Welche Baustellen gibt es ganz konkret? Es geht darum, dass Arbeitsprozesse schneller werden, aber wir haben interne Politik, die häufig langsamer ist. Die wahren Entscheider sitzen außerhalb des Unternehmens, nicht der Abteilungsleiter, sondern es ist der Kunde, der Entscheider ist. Die Grenzen zwischen Außen und verschwinden. Das Außen ist in jedem Fall innovativer, weil es dort mehr Menschen gibt. Wie bringt das Außen aber hinein? Die Rollen Selbstverständnisse der internen Experten müssen sich ändern. Und Maßnahmen sind, dass man beispielsweise neue Formen der Unternehmensorganisation ausprobiert, Holokratie, Soziokratie. Man muss Innovation Labs schaffen, die die Freiräume bieten. Im Bereich der Berufsbilder ist zu erkennen, dass die internen grauen Mäuse, die bunten Vögel von draußen fürchten. Ja, wir müssen die Querdenker holen, aber irgendwie dürfen sie nicht zu querdenken, sonst passen sie nicht in das Unternehmen. Berufe werden unwichtiger und Tätigkeiten werden immer wichtiger, wie am Beispiel des Arztes eben gerade dargestellt. Formales Lernen wird unwichtiger. Informelles wird wichtiger. Abends ein YouTube-Tutorial gucken ist zukünftig immer wichtiger. Das bedeutet aber auch eine Eigenverantwortung. Wir beobachten heute schon digitalen Darwinismus zwischen denen, die sich in die Digitalisierung der Arbeit stürzen und denen, die sagen, wir wollen das alles gar nicht mitmachen. Wettbewerb zwischen AI und Menschen wird zunehmend relevant. Wir haben immer mehr hybride Arbeitsverhältnisse, Vollzeiteinstellung plus Pflichttätigkeit privat nebenher und Maßnahmen. Da geht es im Grunde genommen um das Einreißen kultureller Barrieren. Wir müssen das Arbeitsschutzrecht weiterentwickeln. Wir müssen überlegen, wie man mit Click- und Crowdworkern umgeht. Ganz kurz noch zum Abschluss. Wie sind wir in Deutschland aufgestellt? Wir sehen hier in einer aktuellen Umfrage, die wir zusammen mit der Initiative WD21 zum Digitalindex durchgeführt haben, dass es ungefähr ein Drittel jeweils ist. Das heißt, wir haben in Deutschland ein Drittel digitale Vorreiter. Das sind häufig eher jüngere Männer. Wir haben digital Mithaltende, das sind überwiegend Frauen im mittleren Alter, und wir haben digital Abseitsstehende, das sind ebenfalls eher Frauen mit geringem Einkommen und geringer Bildung. Und das ist keine gute Voraussetzung bei dieser Aufteilung, denn es gilt am Ende, der digitale Darwinismus bedeutet nicht, dass wir Menschen miteinander in den Konkurrenzwettbewerb schicken, sondern dass wir einen Wettbewerb haben in der Nutzung von AI in unseren Jobs. Und sich darauf einzulassen, ist ganz wichtig für die Zukunft. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Ole. Das war ja ein Parforce-Ritt sozusagen durch die Arbeitswelten und durch die Implikationen. Ich habe im Chat ein bisschen parallel gelesen, es ist einigen auch ein kleines bisschen zu schnell gegangen, glaube ich. Aber Ach so, du hast ja, einfach auch wenig okay. Zeit. Ich denke, dass wir gut viele Impulse bekommen haben. Eine Rückfrage, die im Chat aufgetaucht war, war die nach den oder ein Hinweis, dass es ja auch Chancen für die Bildung bedeutet, wenn man sich den Trend des Blockchains anguckt. Da gab es auch im Chat, wenn ich richtig sehe, auch eine Antwort drauf, aber vielleicht magst du da auch noch was zu sagen? Fällt dir da was zu ein? Sonst würde ich noch mal hier schauen, was im Chat. Wie lautet die Frage konkret? Das habe ich Das eben ist nicht, akustisch nicht die nicht ganz gut Frage, verstanden. sondern ein Hinweis. Blockchain-Technologie eröffnet aber auch Möglichkeiten für die Bildung. Und dann wird es weiter ausgeführt, weiter unten, dann weg von formaler Bildung, Abschlüsse, Zertifikate hin zu informeller Bildung und der Nachweis über andere Personen im Ach Netzwerk. so. Ja, das ist richtig. Ja, richtig. Volle Zustimmung. Und zwar gilt das nicht nur für die Darstellung der Inhalte, sondern auch für die Darstellung der Curricula, die ich besucht habe. Und im Grunde genommen mit Hilfe der Blockchain die Möglichkeit zu bieten, ein Lebenscurriculum darzustellen, das selber zu gestalten und jederzeit verfügbar zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so unbedingt das Neue ist, wenn man About Me oder sowas vergleichbare Seiten sieht, dann kann man das auch schon relativ gut machen. Aber informelles Lernen, by the way, wird da immer wichtiger und da muss man so ein bisschen vielleicht auch gucken als Weiterbildungsinstitut, wie gehen wir damit um, nicht? Also wenn Zertifikate zukünftig relativ gesehen etwas weniger wichtig werden und die 4-Sterne-Bewertungen bei Gigworking-Plattformen wichtiger werden, wie gehen zentrale Bildungsinstitutionen mit dieser Frage um? Ich glaube, wir könnten noch ganz viel Rückfragen und weiterführende Fragen an dich stellen. Wir sind ziemlich im Zeitverzug mit unserer Planung. Deswegen muss ich jetzt schnell rübergeben an Bernhard Schmidt-Hertha, damit dort auch entsprechend noch nicht gekürzt werden muss. Also danke, Ole, bis hierhin und wir melden uns vielleicht später nochmal mit Fragen an dich. So, dann müsste sich Bernhard Schmidt-Hertha jetzt zu Wort melden. Ja, Die gerne.
schon eingeblendet. Das Video kommt auch gerade drauf. So, dann du darfst loslegen. Gut, ja, vielen Dank auch nochmal für die Möglichkeit, hier ein paar Ideen aus einem Projektkontext heraus vorstellen zu dürfen. Zu dem Projekt erzähle ich jetzt gar nicht viel. Es geht ja mehr um die Inhalte. Der Titel des Projekts, den sehen Sie hier auf der Folie, ist Mac Web. Also wer sich dafür interessiert, kann da im Internet sicherlich noch einiges mehr dazu finden. Was uns eigentlich Ausgangspunkt von unseren Studien, von unserer Untersuchung war, dass sich die Entwicklungen, die gerade von Herrn Wintermann so treffend beschrieben wurden, ja auch in der Erwachsenenbildung widerspiegeln und die Erwachsenenbildung herausfordern. Das heißt, dass wir einerseits auch eine Verbreitung digitaler Medien allen Lebensbereichen eigentlich wiederfinden und sie unsere viele Lebensbereiche ja auch vielleicht völlig auf den Kopf stellen. Gleichzeitig aber natürlich auch Risiken damit verbunden sind, die man manchmal auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sieht, die aber auch mit in erwachsenenpädagogischen Kontexten reflektiert werden können und sollten, meines Erachtens. Das heißt, Erwachsenenbildung ist auf jeden Fall herausgefordert, auf diese Veränderungen zu reagieren in unterschiedlicher Weise. Und Erwachsenenbildung selber ist natürlich auch betroffen von diesen Veränderungen. Und wir denken jetzt hier auch in unserem Projekt und wahrscheinlich auch in diesem Kontext erstmal an die Angebote, die sich verändern, an die Frage, wie man Medien jetzt einsetzt in Lehr-Lern-Kontexten und wie man das noch besser auch unterstützen kann, entsprechende Supportstrukturen aufbauen kann. Es geht aber auch um die Organisationsebene, also die ganze Frage des Bildungsmarketings, das betrifft die Erwachsenenbildungseinrichtungen in starkem Maße, wird durch digitale Entwicklungen sehr stark tangiert. Die Frage des internen Wissensmanagements, die ganzen Kommunikationszusammenhänge auch innerhalb von Erwachsenenbildungseinrichtungen sind davon betroffen. Das ist übrigens etwas, was man im schulischen Bereich sehr viel intensiver diskutiert, also die Effekte der Digitalisierung auf Organisationsentwicklung. Und natürlich haben wir die ganzen Strukturen der Erwachsenenbildung, die hier auch nochmal ein Stück weit in Frage stehen oder in Frage stehen können. Es gibt sicherlich auch neue Player auf dem Markt, wenn man so will, die sich gerade auf digitale Bildungsangebote spezialisieren und hier in Konkurrenz treten zu tradierten Weiterbildungsanbietern. Es gab vor ein paar Jahren eine Tagung des Bayerischen Volkshochschulverbands unter dem schönen Titel YouTube kills the Volkshochschule. Und das sind genauso Punkte, über die man, glaube ich, auch reden und diskutieren muss. Wenn man sich jetzt mal darauf konzentriert, wie wir diese digitalen Medien vor allem in Lehr-Lern-Kontexten einsetzen können, dann gibt es eine Vielfalt von Möglichkeiten. Das war jetzt auch auf der Eingangsfolie von Herrn Brandt schön zu sehen. Da waren auch so ein paar Stichworte. Wir haben hier auch noch mal ein paar zusammengefasst, angelehnt an eine Publikation von Göllner und Kaindorf, die jetzt von mobiles Lernen, Gamification, Lernen on Demand, was natürlich spannend ist, gerade in vielen beruflichen Kontexten, dass ich auf Lerninhalte und in jeder Zeit zugreifen kann, dass ich mit anderen mich vernetzen kann, aber auch für mich alleine lernen kann und immer mehr unabhängig werde, vielleicht auch von gewissen organisationalen Rahmungen. Die Frage des Kostenlosen ist natürlich auch mal etwas, was mitschwingt. Das wissen wir alle in diversen Formen der Internetnutzung. Es kommt kostenlos daher, ist es natürlich nicht, es finanziert sich nur anders. Auch das sind Fragen für die Erwachsenenbildung, ob man jetzt solche auch über neue Finanzierungsstrukturen in manchen Aspekten nachdenken muss. Was uns interessiert hat in unserer Untersuchung war die Frage, wie ist es eigentlich jetzt um die medienpädagogische Kompetenz von Erwachsenenbildern bestellt? Das heißt, sind denn die in der Erwachsenenbildung als lehrend Tätige, sind die vorbereitet? Verfügen die über die Kompetenzen, diese Vielfalt an medialen Möglichkeiten auch angemessen zu nutzen für das, was sie tun. Und wir haben erstmal in einem ersten Zugriff mit Experteninterviews, einer umfangreichen Literaturrecherche, mit Workshops versucht, erstmal ein Modell zu entwickeln, was bedeutet medienpädagogische Kompetenz in der Erwachsenenbildung. Und haben da vier Faktoren identifiziert, zu denen ich vielleicht ganz kurz
was sagen kann. Zum einen geht es natürlich, wenn wir jetzt mal links unten gucken, um die mediendidaktische Kompetenz. Und die meint schlichtweg, weiß ich, wie ich Medien in Lehr-Lern-Kontexten angemessen einsetzen kann, für welches Lernziel ich vielleicht welche Medien gut verwenden kann, wie ich diese Medien gestalten muss, um sie anschlussfähig zu machen an Lernprozesse. Das ist aber unseres Erachtens nur ein Teil des Ganzen. Zur medienpädagogischen Kompetenz gehören für uns auch grundlegende medienbezogene Einstellungen, also eine gewisse Offenheit, überhaupt auch Neues auszuprobieren, sich auf neue, auch vielleicht Experimente mit digitalen Medien einzulassen und diese aber auch für sich selber, für die Vorbereitung und für die Selbstorganisation sozusagen zu nutzen. Dazu gehört aber auch medienbezogene Feldkompetenz. Ich muss, glaube ich, als Erwachsenenbildnerin, als Erwachsenenbildner wissen, welche Mediennutzungsgewohnheiten haben denn die Leute, mit denen ich zu tun habe, meine Zielgruppe? In welchen medialen Umgebungen sind die zu Hause, wenn man das mal so plakativ sagen will? Das heißt, ich muss wissen, was ist für die jetzt etwas Neues? Ist das, was ich mit denen jetzt vorhabe an digitalen Lernprozessen, ist das für die etwas Neues? Ist das für die etwas Ungewohntes oder ist das schon Routine? Gibt es da bestimmte Erwartungshaltungen? Muss ich die an bestimmte Dinge vielleicht erst heranführen? Das sind alles Fragen, die hier wir unter medienbezogener Feldkompetenz subsumieren. Und dann schließlich noch die medienbezogene Fachkompetenz, weil wir nicht nur aus dem schulischen Kontext, aus vielen Kontexten natürlich wissen, dass der Einsatz von Medien oft auch davon abhängt, welche Inhalte ich vermitteln möchte, was ich eigentlich vermitteln möchte. Und natürlich bieten sich jetzt, wenn ich in einem ingenieurwissenschaftlichen Weiterbildung, sicherlich nochmal andere mediale Applikationen an als in einem Kurs zur Kunstgeschichte. Und je nachdem muss ich das eben auch auf den jeweiligen Inhaltsbereich anbringen können. Für den jeweiligen Inhaltsbereich entscheiden können, welche Medien passen jetzt hier und wie gestalte ich das am besten. Wir haben dann versucht, diese Bereiche medienpädagogischer Kompetenz auch in einem großen Test mal zu erfassen, in einer großen Befragung von Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildnern und mit Testverfahren auch zu messen, was können die, was wissen die eigentlich in dem Bereich. Da haben wir es nur auf drei der vier Bereiche konzentriert, weil die medienbezogene Fachkompetenz, das hätte man eben so stark ausdifferenzieren müssen mit einem eigenen Testteil sozusagen für jedes vorstellbaren Weiterbildungsinhalt. Das wäre für uns jetzt empirisch nicht umsetzbar gewesen. Wir haben aber zum Beispiel die mediendidaktische Kompetenz jetzt in so einem Testverfahren gemessen. Und Sie sehen hier so die Verteilung. Es gab maximal 28 Punkte, die man erreichen konnte. Und das verteilt sich jetzt hier. Minimum wäre eben 0 gewesen. Es verteilt sich jetzt hier so in einem Mittelfeld. Ganz schön. Das ist natürlich erstmal wenig aussagekräftig. Das sind jetzt eine Befragung von 622 Personen, die wir da deutschlandweit befragt haben, in unterschiedlichen Bereichen der Weiterbildung tätig. Was uns dann eigentlich eher interessiert hat, gibt es bestimmte Profile, gibt es so Typen, wenn man so will, ja, so bestimmte Typen, die vielleicht sehr stark digitale Medien nutzen und damit auch sehr professionell umgehen und andere, bei denen das weniger der Fall ist. Und das haben wir für die statistisch Interessierten im Rahmen einer Clusteranalyse versucht, uns zu erschließen. Und haben 6 Cluster identifiziert, das heißt 6 Gruppen von Personen, die auch jetzt in unserem Stichprobe unterschiedlich stark besetzt waren. Es gab eine Gruppe, das waren jetzt hier bei uns 84 Personen, also ganz grob etwas mehr als 12% der gesamten Stichprobe, die grundsätzlich digitale Medien in der Lehre abgelehnt haben, die sehr eher negativ skeptisch dem Thema gegenüberstanden. Das mag in Teilen auch durchaus gut begründet sein. Wir hatten ein Cluster, das eigentlich aufgeschlossen war gegenüber Medien in Erwachsenenbildungskontexten, das auch
sich sehr dafür interessiert hat, welche Mediennutzungsgewohnheiten haben denn die Teilnehmenden. Aber die Personen hatten noch, positiv zu formulieren, einfach Entwicklungspotenziale im Hinblick auf ihre mediendidaktische Kompetenz. Das heißt, die hätten mir gesagt, da wäre ganz klar, könnte man wunderbar ansetzen, auch mit einem entsprechenden Weiterbildungsangebot, weil das eine Gruppe ist, die sich grundsätzlich dafür interessiert, aber offensichtlich noch nicht sehr viel Erfahrung in der Umsetzung dieser mediengestützten Lernszenarien hat. Dann gab es eine relativ große Gruppe, die so in allen Bereichen etwa durchschnittlich, also relativ unauffällig war. Und ein Cluster, bei dem wir festgestellt haben, dass sie eigentlich relativ wenig wissen über ihre Teilnehmenden, dass sie auch wenig Informationen haben über das, was ihre Teilnehmenden in den Kursen eigentlich, welche Medien die gewohnt sind zu benutzen, welche Medienkompetenz, über welche Medienkompetenz die dort verfügen und wo man an der Stelle eher nochmal genauer gucken müsste, ob die diese Gruppe zugehörigen Dozenten, ob man denen nochmal mehr Wissen zur Verfügung stellen kann über ihre Zielgruppen eigentlich. Und das letzte Cluster, das auch für sich gesagt hat, ich brauche diese Informationen nicht. Für mich ist es nicht relevant, was meine Lehrenden eigentlich für Medien, meine Lernenden für Medien nutzen. Ich gestalte meine Weiterbildung davon unabhängig. Das wäre natürlich jetzt mal aus klassisch erwachsenenpädagogischer Sicht und unter der Brille der Teilnehmendenorientierung und Zielgruppenorientierung eine ja fast schon problematische Haltung, an der man natürlich auch mit Weiterbildungsangeboten ansetzen könnte. Man kann das Ganze jetzt noch mal grafisch sich angucken, wie sich das darstellt in unterschiedlichen Clustern, nur so ein Gefühl haben, wie deutlich sind denn da auch die Unterschiede. Und man sieht eben hier sehr schön in der Mitte dieses unauffällige Cluster der durchschnittlichen und die anderen wie beschrieben. Für uns ist jetzt erstmal ein wichtiges Ergebnis, dass es natürlich eine große Heterogenität gibt im Feld, gerade was medienpädagogische Kompetenzen anbelangt. Und der nächste Schritt, den wir jetzt vorhaben, ist aus diesem Testverfahren einen Selbsttest zu machen, so dass jeder, der in diesem Feld tätig ist, zusammen eben dann so einen Test für sich machen kann, einfach um zu sehen, wo stehe ich, wie kann ich mich vielleicht am besten weiterbilden und weiter qualifizieren, professionalisieren im Hinblick auf eine digitalisierte Zukunft. Das erstmal ganz kurz zu unserer Studie. Super, Herr Schmidt-Hertha, ganz herzlichen Dank. Das war kurz und knappe Einführung in das, was Sie dort erarbeitet haben. Und wenn ich richtig informiert bin, müssen Sie auch gleich weg, weil Sie in eine Lehrveranstaltung müssen. Insofern können wir vielleicht dann einfach auch schnell weitermachen. Wir haben auch die Situation, dass es jetzt aus dem Chat keine konkrete Rückfrage dazu gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht gleich noch die eine oder andere Bezugnahme von den beiden Praktikerinnen auf das gibt, was sie jetzt ausgeführt haben. Aber dann müssen wir da sozusagen alleine zurechtkommen, da sie nachvollziehbarerweise los müssen. Vielleicht würde ich jetzt die Gelegenheit geben, wenn jetzt jemand ganz kurz noch eine Frage im Chat eingeben wollte, dann könnten wir die vielleicht noch bearbeiten. Ansonsten, ja, da warten wir gerade noch mal einen Augenblick, da gibt noch jemand was ein. Naja, angesichts der Tatsache, dass es schon 11:41 Uhr ist, würde ich sagen, wir wechseln dann rüber zu Frau Demuth und sagen, Herr Schmidt-Hertha, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie zur Verfügung gestanden haben und auch mit dem knappen Zeitfenster vor Ihrer Veranstaltung. Alles Gute Ihnen. Bis dann. Ja, danke. Vielleicht noch ein Satz, weil gerade die Frage kommt nach dem Selbsttest. Der wird im Herbst veröffentlicht. Der ist noch in Vorbereitung. Wir müssen das noch umsetzen. Im Herbst kann den jeder nutzen. Super, danke. Tschüss. So, Frau Demuth, dann wären Sie am Zuge. Und ja, die Fragen, die wir so ein bisschen im Vorfeld besprochen hatten, waren eigentlich die, naja, wie wird aus digitalisierter Weiterbildung gute Arbeit? Welche Chancen birgt die digitale Transformation für Lehrende? Ja, und ich glaube, da bringen Sie aus der Perspektive der Dozentinnen und Dozenten einfach eine Menge Ideen mit und da hören wir gerne, was Sie uns zu sagen haben. Bitte sehr. Dankeschön. Die Frage ist erstmal, also das habe ich mich von Anfang an gefragt, wie definieren wir digitale Medien?
Wenn ich jetzt spreche über digitale Medien in der Weiterbildung, dann meine ich zum Beispiel nicht PowerPoint. Ich würde das immer so definieren, Medien, die dazu geeignet sind, Inhalte auszutauschen, gemeinsam an Inhalten zu arbeiten, weil ich glaube, das ist die Qualität, die sozusagen die große Veränderung mit reinbringt. Hier war schon mal kurz die Rede von einer Rollenveränderung. Grundsätzlich, wenn man sich mit diesen Medien auseinandersetzt in der Weiterbildung, heißt es für mich auch, dass man die eigene Rolle stark reflektieren muss und mit dem Einsatz dieser Medien in der Weiterbildung verändert sich die Rolle von Dozentinnen und Dozenten. Und das ist eine der Grundkompetenzen, glaube ich, die man mitbringen muss. Eben haben wir ganz viel gehört zum Thema, was muss man denn können, wenn man digitale Medien in der Bildung einsetzen möchte. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, eben genau das zu reflektieren. Was passiert, wenn ich diese Medien einsetze? Sie haben für mich, wenn sie sozusagen ihren Eigenschaften entsprechend genutzt werden, alle die gleiche Auswirkung, nämlich dass einfach die Grenzen zwischen Lehrenden und Lernenden verschwimmen. Also das sprichwörtliche Loch in der Wand des Klassenzimmers, wenn die Leute mit ihren Smartphones da sitzen und selber nachschauen können, wie hoch der Berg ist oder um was es halt gerade geht. Und darauf, das ist für mich die Kernkompetenz, darauf, das muss man reflektieren und darauf muss man sich einlassen können. Für mich ist ein ganz wesentlicher Faktor dabei, dass Weiterbildnerinnen und Weiterbildner eine eigene Position finden. Also wir sind, kann ja nicht darum gehen, dass wir uns alle Anwendungen, die so auf den Markt gespült werden, immer gleich schnappen und die einsetzen, sondern das sollte selbstverständlich reflektiert passieren und ich sollte die Kompetenz erwerben, im Laufe meines Berufslebens zu gucken, was sind denn die Kriterien, welche Art von Medien möchte ich nutzen in meinen Veranstaltungen und welche vielleicht auch nicht. So im Vorgespräch ging es ja darum, welche Erwartungen werden an Lehrende gestellt im Rahmen der Digitalisierung, der Weiterbildung. Also es sind einmal Erwartungen natürlich von den Auftraggebern. Da ist es aber so ein bisschen so, wie Ole Wintermann sagte, dass so die Innovation manchmal eher von außen kommt. Also es ist schon, wenn man dann sagt, ich würde gerne aber den Reader vielleicht nicht als Papierreader machen, sondern lass uns doch mal versuchen, so ein Seminar als Blog zu do oder über einen Blog zu dokumentieren, dass das nicht immer auf so wirklich offene Ohren stößt. Also es ist ganz stark davon abhängig und das ist sozusagen das ist genauso wie es in Unternehmen auch passiert. Es kommt ganz stark auf die Kultur der jeweiligen Weiterbildungsinstitutionen an. Also wenn das eine offene, innovative Kultur ist, dann ist eher was möglich, als ja, wenn es nicht so ist. Die kulturellen Fragen sind ganz wesentliche und dazu muss eben auch das wurde schon gesagt, muss Organisation zum Beispiel reflektiert werden. Eine andere Erwartung ist natürlich die, die von den Teilnehmenden kommt. Das ist schon seltsam, wenn diese Medien da sind und alle kompetent sind, sie zu nutzen und man dann verbietet, im Seminar kurz mal eben nachzugucken. Weiß nicht, wann irgendwer geboren wurde oder so. Also das ja, also das sind sozusagen ist eine Erwartung, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben. Die Erwartung der Teilnehmenden, dass auf ihre
Nutzungsgewohnheiten eingegangen wird. Genau. Ich glaube, Frau Demuth, Sie haben uns da auch noch ein paar Bilder mitgebracht von Dingen, Ja. die Sie für nützlich halten in der konkreten Anwendung, weil wir jetzt auch eben noch Genau. mal im Chat einen Hinweis hatten. Manche fühlen sich eher als Getriebene denn als Gestalter. Und vielleicht können Sie einen Ah, kleinen okay. Impuls noch geben in Sachen Gestaltung. Was kann man denn dann auch mit der Digitalisierung sinnvoll anfangen und tun? Was sind möglicherweise Dinge, die Sie produktiv verwenden können? Ja, also das mit, möchte das ganz kurz mit den Getriebenen aufgreifen. Das nehme ich oft wahr bei in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen. Und das wäre so der erste Ansatz, wo ich sagen würde, da brauchen wir einen Perspektivwechsel. Das ist irgendwie nicht die Technik bestimmt, wie ich arbeite, sondern ich bestimme, wie ich arbeite. Und ich gucke mir die Technik daraufhin an, wie sie meine Arbeit zu guter Arbeit machen kann. Und ich muss da irgendwie sozusagen also so eine defensive Position ist keine gute Haltung in der Bildung. Also das bringt uns nicht weiter. Ganz kurz zu den mitgebrachten Bildern. Also digitale Medien sind insofern geeignet, unsere Arbeit, also bieten Potenzial in der Vorbereitung, in der Durchführung und in der Nachbereitung von Veranstaltungen. Ich habe mitgebracht zwei Screenshots von einem Etherpad. Auch die treuen Leser von wbweb.de wissen, was ein Etherpad ist. Ein ganz einfaches Tool zur gemeinsamen Texterstellung im Netz. Ich setze Etherpads ganz oft ein für die Seminardokumentation. Das ist ganz toll, weil es ist ganz niedrigschwellig. Keiner braucht sich bei irgendeinem Dienst anmelden oder so. Es reicht, die Adresse bekannt zu geben. Und dann können die Teilnehmenden und natürlich auch Dozentinnen und Dozenten das Seminar gemeinsam dokumentieren. Und da kommen sehr schöne Sachen bei raus. Also es ist erstmal stellt es sicher, dass nichts verloren geht. Keine Anmerkung, so nach dem Motto, ich habe auch noch eine ganz interessante Webseite. Das steht dann gleich da drin. Und es ist natürlich so, dass man dann ein halbes Jahr später auch nochmal nachschauen kann, wie war das denn? Das ist das eine. Das andere ist, das betrifft jetzt die Weiterbildnerinnen und Bildner selbst. Das ist ein Screenshot von dem Zum-Wiki. Das Zum-Wiki ist eine der ersten Plattformen für Lehrende zum Austausch von Lehrmaterialien. Und also da kann man Dinge nutzen. Sich runterziehen, weiterverwenden. Die allermeisten Sachen stehen unter freier Lizenz, wie ja auch auf web.de. Und natürlich selber auch was beitragen. Also das ist eine der großen Chancen der Digitalisierung, also auch die eigene Arbeit aus meiner Sicht besser zu machen, indem man die Materialien mit anderen abgleicht, austauscht, einfach guckt, was tun die anderen. Dieses zum Wiki sieht man, ist im Prinzip aufgebaut wie die Wikipedia. Hier sehe ich die Frage, wie heißt das? Ach so, genau, Etherpad, wunderbar. Alle die anderen beantworten die Fragen an mich. Vielen Dank. So soll es sein. Vielleicht müssen wir auch so ein bisschen, Frau Demuth, auf die Zeit gucken. Es tut mir ein bisschen leid, Sie unterbrechen zu müssen, aber wenn wir die Frau Fora auch noch ausreichend zu Wort kommen Ich lassen breche an wollen, dieser Stelle ab und ja. wir kommen vielleicht wieder nachher auf Sie zu, also je nachdem mit einer Rückfrage, aber wir müssen jetzt fairerweise Frau Fora nochmal reinbitten. Freue mich, wenn Sie Ihre Kamera anmachen und das Ganze vielleicht aus der Sicht einer Programmplanen aus der Sicht der Einrichtungen, ja, vielleicht aus Ihrer Sicht kommentieren können. Und Sie haben ja auch Ihre eigenen, auch noch ein paar eigene Materialien mitgebracht, auf die Sie aufmerksam machen können. Ja, kann ich machen, wenn ich meine Folien sehen könnte. Ich sehe sie noch nicht, das wäre schön.
Ich kann eigentlich nur bestätigen, was ich bisher gehört habe. Können Sie mich hören? Es ist ja so, dass wir tatsächlich mit verschiedenen Medien im Unterricht arbeiten. Das ist zum Beispiel Now, um nochmal auf den ersten Vortrag von Herrn Wintermann einzugehen. Der hat noch keine vollständige KI, aber er kann schon trainiert werden. Nur leider hat er uns zwar letztes Jahr mit Dr. Ebel für einen Vortrag der Zukunft der Maschinen hier in Hamburg besucht, aber wir können ihn als Volkshochschule noch nicht trainieren. Wir können ihn noch nicht benutzen als Medium, um zu lernen, wie in Zukunft KI funktionieren könnte. Also er kann auch nicht so gut übersetzen, wie es andere Übersetzerprogramme bereits können. Aber anhand des Naos könnte man noch mal darüber nachdenken, was werden in Zukunft Software, Algorithmen, was kann KI tatsächlich bei Lernen und Lehren, was kann es von Arbeit und auch von uns allen übernehmen? Gut, zurück zu unseren Medien im Unterrichtseinsatz. Wir benutzen eben jetzt auch die HTC Vive in unseren Kursen. Allerdings sind wir da auf dem Stand, dass wir versuchen, allen nahezubringen, dass es eine sinnvolle Einrichtung ist, dass man keine Angst davor haben muss, dass es spannend ist, dass man neue Lernräume sich erschließen kann. Wir überlegen jetzt, wie wir mit Unity 3D an dieser Stelle selbst Lernräume entwickeln können. Aber natürlich, das wurde auch schon genannt, kann auch die VR dazu dienen, dass wir gemeinsam in virtuellen Lernräumen lernen können. Die Lernräume, die sicher auch schon anklangen in verschiedenen Vorträgen, sind die Webinare, die wir uns auch seit einiger Zeit erschließen. Wir haben 40 bis 50 Webinare im Angebot bei uns an der Hamburger Volkshochschule und stellen da fest, dass nicht nur die Lehrenden viel Neues lernen müssen, sondern dass auch die meisten Teilnehmenden sagen, oh, das ist ja spannend, wir können hier unabhängig von einem Ort, den wir aufsuchen müssen, lernen, aber wir müssen erst mal lernen, mit der Technik umzugehen. Das heißt, hier haben, das wurde ja auch schon genannt, nicht nur die Lehrenden das Problem, sondern auch die Teilnehmenden, diese neue Technik erst mal instand zu bringen oder sich überhaupt anzuschaffen. Also die Anforderung an die Lehrenden ist an dieser Stelle ganz konkret. Ich brauche Technik, ein gutes Mikrofon, wenn es mit dem Headset nicht so gut klappt. Ich brauche mindestens zwei Bildschirme. Ich muss mit der Software lernen, umzugehen. Und ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass Strom da ist. Das war zuletzt unser Problem. Also ohne Strom kein Webinar, kein virtueller Lernraum. Das sind dann die Tücken des Alltags. Aber wir konnten feststellen, sofern wir diese Webinare online umsonst anbieten, so wie andere das auch machen, wir sind da noch nicht von YouTube abgeschafft worden, können wir das auch gut unter unseren Teilnehmenden verkaufen, sagen wir mal so. Wenn wir tatsächlich die Webinare kostenpflichtig anbieten, wird das schon schwieriger, aber das Optimum, und das machen eben auch viele der Kolleginnen und Kollegen bundesweit, ist, dass wir sagen, wir knüpfen an eine Veranstaltung an, machen während der Veranstaltung oder im Nachgang zu einer Veranstaltung ein Webinar, in dem weitere Fragen aufgegriffen und gemeinsam bearbeitet werden können. Hier gibt es häufig die Kritik auch, dass in den Webinaren Frontalunterricht hauptsächlich stattfindet. Das ist eben die einfachste Form, die wir hier ja auch gerade praktizieren. Wir erzählen etwas, präsentieren etwas und andere dürfen Fragen dazu stellen. Natürlich gibt es auch an dieser Stelle viele Möglichkeiten, dass wir Gruppenarbeit einführen, dass wir Arbeitsphasen einführen. All dies ist möglich und hat natürlich dann mehr Möglichkeiten in der didaktischen Ausrichtung vorausgesetzt. Die Teilnehmenden trauen sich auch, an diesen ganzen Aktivitäten teilzunehmen. Es ist eben schon schwierig, sie dazu zu bewegen, auch ihr Mikrofon freizuschalten. Da gibt es Hemmungen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, auch dies wird sich im Laufe der Zeit ändern und wir werden das alle gemeinsam lernen. Wir haben auch gemeinsam uns einen 3D-Drucker angeschaut, der natürlich jetzt keine Häuser bauen kann, aber der die Möglichkeit bietet, doch auch an dieser Stelle in einer Volkshochschule kennenzulernen, wie diese Technik funktioniert. Und alle, die dort waren, von den Kolleginnen und Kollegen, von den Kursleitenden, fanden das sehr spannend. Auch unsere Teilnehmenden finden das spannend und sagen, das sind eben anspruchsvolle Veranstaltungen. Und besonders Jugendliche nehmen gerne in den Ferien an diesen Veranstaltungen teil. Und Zitat eines Kursleitenden, die Jungen wissen, dass das ihre Zukunft ist.
Das ist der Kursleiter, der in diese Technik einführt mit einer Menge Equipment, wie Sie sehen. Also dazu gehört auch ein 3D-Scanner zusätzlich zum Drucker und dazu brauchen wir auch einen Rechner, mit dem wir dann das Ganze gestalten können. Ich zeige nur noch am Ende einen Kollegen, der eine Veranstaltung streamt. Das, denke ich, ist unsere Zukunft, dass wir eben die Möglichkeit bieten, dass andere sich einschalten, anschauen, was andere vortragen. Und da wird die Technik immer besser. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir mit diesen Medien auch gute Lehre, gute Pädagogik gestalten können. Das kommt auf jeden Fall gut an. Und wir werden sicherlich auch in Zukunft unsere Kursleitenden weiter darin ausbilden, mit diesen Medien zu arbeiten, also Videos zu nutzen, das wurde ja auch schon genannt, die dann genutzt werden, Aufnahmen von Veranstaltungen, die weiter verwendet werden können. Aber Sie haben völlig recht, das ist natürlich die aktuelle Standardsituation unserer EDV-Kurse, dass wir gemeinsam in einem Raum sitzen und alles andere sind erste Schritte und Versuche, gemeinsam etwas anderes zu erarbeiten. Ich warte auf die Fragen und überziehe die Zeit nicht weiter. Sehr schön, Frau Kora, auch mit Rücksicht auf die Zeit. Ich wechsle jetzt einmal hier in den Modus für unseren letzten Teil, wo wir im, mit unseren eher nochmal in der Diskussions Ansicht zu sehen sein können. Es könnten sich jetzt auch einfach mal alle zuschalten, die, die mitgemacht haben, Herr Wintermann, also Ole Wintermann und Frau Demuth noch. Ich weiß nicht genau, warum das jetzt. Ah ja, okay, jetzt kommen die anderen mit hinzu. Wir eine Frage für unsere kleine Abschlussrunde, wenn Sie erlauben, können wir vielleicht noch so 5 Minuten überziehen. Wäre die Frage, was denn jetzt eigentlich die größten Lernbedarfe sind. Also wir haben an verschiedenen Stellen gehört, dass eben Weiterbildungspersonal sich noch weiter fortbilden muss. Die Frage wäre auch, gibt es gute Angebote? Es gab hier im Chat einen Hinweis, gibt es, man müsste mehr für und über Webinare lernen, also auch wie man das macht. Das kann ein Anknüpfungspunkt sein, aber vielleicht diskutieren wir das zum Schluss nochmal. Was müssen wir Weiterbildner denn lernen, damit wir diese ganzen Herausforderungen, damit wir dann nicht immer so in der Defensive stehen, wie Ole Wintermann eingangs die Situation für Deutschland insgesamt gegenüber anderen Ländern skizziert hat, dass wir da ein bisschen einen Schritt nach vorne kommen und die Sachen wirklich gestalten können. Denn das, was man nicht selber gestaltet, bereitet einem Stress. Ole ist mit Video nicht zu sehen. Woran liegt das? Kannst du uns hören, Ole? Aha, jetzt bist du doch zu sehen. Das Programm war abgestürzt, sorry. Aha, okay, lag vielleicht daran, dass genau 12 Uhr war. Jetzt können wir uns aber alle noch sehen. Also wir können jetzt noch 5 Minuten meinetwegen Eindrücke austauschen. Ich hatte angefangen zu fragen nach konkreten Lernbedarfen. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus, Frau Forer, die Dozentinnen und Dozenten, was ist da das Nötigste? Oder welche Fortbildung sollte es geben aus Ihrer Sicht? Ja, ich hatte gerade eine Frage aus dem Chat auch beantwortet, was wir mit denen machen, die nicht so technikaffin sind, die nicht so gespannt auf digitale neue Medien reagieren. Wir bieten auch Fortbildungen zum entspannten Nutzen digitaler Medien an. Und es ist ja auch so, dass wir über das Smartboard hin zu diesen All-in-One-Geräten kommen, die wesentlich einfacher zu benutzen sind. Also bei dem entspannten Nutzen von digitalen Medien geht es noch darum, wie bekomme ich an einen Rechner den Beamer angeschlossen und kann auch noch Ton rausbekommen und Videos zeigen. Das alles wird viel einfacher, wenn die Technik sich weiterentwickelt. Deshalb bin ich ganz zuversichtlich, dass da alle wieder mitgenommen werden können und dass es nicht mehr die große Schwierigkeit sein wird, das richtige Kabel an der richtigen Stelle zu befestigen. Also wenn man den Monitor Digitale Bildung von der Bertelsmann Stiftung nochmal zur Hand nimmt, dort ist die Erwartung der leitenden Personen aus Weiterbildungseinrichtungen nicht besonders hoch oder nicht, die sehen die sehen das bestehende Weiterbildungsangebot zum Thema Digitalisierung für Weiterbildner als nicht besonders qualitativ hochwertig an. Also vielleicht muss da auch einfach sich noch ein bisschen was verändern. Das ist wichtig, auf jeden Fall. Wir bieten das für Ola, unsere Kursleitenden an, auf jeden Fall. Okay. Ola, hast du noch mal so, nachdem du die Diskussion ein bisschen einen Blick von außen mitgenommen hast, hast du noch eine konkrete Empfehlung für uns im Weiterbildungsbereich?
Also der Monitorbildung, die du angesprochen hast, den haben wir hier in unserem Bereich nicht verantwortet. Also da, von daher kann ich da direkt so nichts sagen. Ich hatte gerade im Chat nochmal die digitale Bildungsstudie verlinkt, die wir hier im Projekt verantwortet haben. Und da ging es darum zu gucken, das bezog sich auf Schulen, aber da ging es darum zu gucken, welche Schule ist eigentlich wie ausgestattet und wo sind die Fortbildungen besonders gut. Und es gab signifikante Unterschiede. Wir hatten 12.000 Lehrer, Schüler und Eltern befragt, 12.000. Und es gab signifikante Unterschiede, ob sich eine Bildungsinstitution selber als digitale Bildungsinstitution quasi gelabelt hat. Ja, da konnte man beobachten, wenn das geschehen ist, dann gab es deutlich mehr Fortbildung der Lehrkräfte und es gab eine bessere Infrastruktur und Device-Ausstattung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, die Kultur von oben so ein bisschen auch befördern, dahingehend, dass man sagt, wir stürzen uns jetzt in dieses Thema digitale Bildung. Wir wissen noch nicht, was rauskommt, aber die Ansage muss klar vonstatten gehen in Bildungsinstitutionen und dann gibt es auch eine Anpassung. Und ich glaube, diese Kulturfrage, die kann man nicht getrennt betrachten von der technischen Frage. Da gibt es ja auch schon erhebliche Fortschritte jetzt im Bereich der Volkshochschulen, wenigstens mit den erweiterten Lernwelten, mit Genau. der VHS-Cloud, also dass da entsprechende Aktivitäten auch von verbandseitig ermöglicht werden. Wir haben jetzt noch eine Frage im Chat gehabt, das ist vielleicht die letzte, die wir beantworten können. Frage: Es gibt eine Zeitersparnis durch digitales Lernen. Was erwarten Sie da? Ich kann die Frage jetzt tatsächlich nicht mehr im Detail lesen, weil sie nach oben rausgerutscht ist aus dem Chat. Wollen wir gerade noch mal kurz ein Stück höher gehen. Jetzt auch gerade nicht so ganz geübt drin. Also, Also vielleicht. welche Veränderungen sind bezüglich der Lernzeit zu erwarten? Spart digitales Lernen Zeit oder verlängert sich die zeitliche Inanspruchnahme durch die individuellen Zeitfenster, die ich wählen kann? Idealerweise Das wäre sollte jetzt es halt. natürlich eine Zeitersparnis geben, angefangen von der Tatsache, dass ich keinen Lernort extra aufsuchen muss, bis hin zu den Möglichkeiten des kollaborativen Lernens, das ich online nutzen kann und des Selbstlernens. Aber das setzt natürlich eine ganze Menge Kompetenz bei den Lernenden auch voraus. Das hatten wir von Frau Demuth ja auch schon gehört. Okay, ich meine, das wird man auf lange Sicht auch nur durch Forschung wirklich nachweisen können, ob es da Zeitersparnisse gibt oder nicht. Wir haben die Zeit längst. Ganz kurz Frau Demuth, ein Satz vielleicht. Im Moment würde ich aus meiner Erfahrung sagen, dass es eher länger dauert mit der Technik. Es hat irgendwie damit zu tun, das sagte Frau Vorra auch gerade, dass sich die Technik noch sozusagen optimieren muss. Also im Moment kämpfen wir noch sehr viel mit Dingen, die eigentlich nicht gut aufeinander abgestimmt sind und so. Und darauf muss ich mich einlassen. Also ich gemeinsam mit meinem Auftraggeber, mit dem Bildungsträger, wenn alle gemeinsam da experimentierfreudig rangehen und eine große, soll ich sagen, nennt man das Fehlerfreundlichkeit, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, dann kann das funktionieren. Aber das muss ich wissen. Ich muss wissen, wenn ich mit einer Metaplanwand arbeite, dann habe ich 98% Wahrscheinlichkeit, dass alles super läuft. Also mir bricht höchstens mal eine Nadel ab. Wenn ich mit digitalen Medien arbeite, dann habe ich, wenn ich Glück habe, 80%. Weil es kann immer alles Mögliche passieren. Und wenn dann noch ganz viele Leute, so wie jetzt hier heute bei uns, mit ihren persönlichen Rechnern, die alle ganz individuelle Einstellungen haben, zusammenkommen, dann wird alles auf einmal ganz komplex. Und dann brauchen wir die Charaktere, die Ole Wintermann eben schon skizziert hat, die dann in den Unternehmen auf die grauen Mäuse oder die Verhinderer stoßen, die aber was bewegen können, die quer reinkommen und die Ideen mitbringen. Wir hoffen, dass Sie heute die eine oder andere Idee mitnehmen konnten und mit der Technik einigermaßen klargekommen sind. Ich wechsle jetzt mal zu unserer letzten Folie, in der wir noch ein paar Möglichkeiten für Sie bereithalten. Wir haben auf der linken Seite eine Übersicht nochmal über die Referentinnen und Referenten, wer heute da war. Wir haben zwei Abstimmungen für Sie vorbereitet, die jetzt für Sie offen stehen, zu der Frage, wie bewerten Sie Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Qualität Ihrer Arbeit und wie schätzen Sie unser Webinar ein? Das sind wir natürlich auch sehr gespannt. Sie haben hier in der Mitte die Möglichkeit, nochmal Themenvorschläge einzugeben dazu, was Sie gerne auf WBWeb in der nächsten Zeit noch mehr lernen wollen.
wollten. Und ich darf noch mal verweisen auf das Dossier, mit den Möglichkeiten, Dinge noch mal vertieft nachzulesen und der Möglichkeit, jetzt einzelne Diskussionsstränge bei uns im WBWeb-Forum noch nachzuvollziehen. Also wer von Ihnen jetzt noch drinbleiben will, diskutiert am besten im Forum weiter. Wir werden hier die Seiten relativ bald schließen. Ich danke allen, die mitgemacht haben, Ihnen, den vier Referentinnen und Referenten. Ich danke dem Unterstützerkreis nochmals für die Unterstützung bei der Konzeption und Verbreitung. Und ich danke den Kolleginnen vom WBWeb-Team, Susanne Witt, Angelika Gundermann, Annette Requardt und Regina Kahle für die ganze organisatorische Vorbereitung. Und sage Tschüss und auf Wiedersehen und vielleicht nicht vielleicht, sondern ganz sicher bis zu einem nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. 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 Tschüss.